Ja, und wenn man jetzt hierher kommt, die Stände jetzt, das Wasser war bis hier oben drüber, ist hier oben drüber geflossen, das Wasser. Guck mal, was ist das alles? Kommt von hinten alles raus, über die Gärten, alles Schulwiese. Hier beim Kloster ist am allerschlimmsten beim Hans. Ja, hier hat es einen Starkregen gegeben in Einbeckhausen. Das Wasser kam von den Hängen runter, brachte von den frisch geernteten Äckern ordentlich Schlamm und Stroh mit runter, sodass die Gullis relativ schnell verstopften und dadurch einige Keller eben voll Wasser liefen. Ja, und wir sind jetzt dabei, die Keller leer zu machen bzw. die Straßen wieder befahrbar zu machen. Erstmal gucken, was ist relevant. Was muss man machen, um Schäden einzugrenzen? Also nicht, dass es noch mehr wird oder noch mehr vollläuft. Und dann sukzessive nach und nach abarbeiten. Gucken, was kann man machen, wo können wir helfen, wo können wir nichts machen. Bei 2 bis 5 cm Wasser in der Wohnung oder im Keller ist nichts zu machen. Woran liegt das? Ja, weil unsere Geräte das einfach nicht hergeben, dann noch zu pumpen. Da muss man dann mit speziellen Wassersaugern, Staubsaugern, die man selber hat, oder eben mit dem Abzieher die Wohnung leer machen. Das geht nicht anders. Ja, wir sind hier circa mit 60 Leuten aus 5 Ortsfeuerwehren im Einsatz. Also genau kann ich das nicht sagen, können auch 65 sein, aber wir sind hier ordentlich Manpower am Arbeiten. War jetzt eine heftige Woche für den Stützpunkt Einbeckhausen, oder? Heftige Woche, heftige 4 Tage, ne? Verkehrsunfall, Strohballenbrand und jetzt das Unwetter hier. Also ich glaube, das reicht. Wir sind keine Berufsfeuerwehr. Muss nicht mehr werden. Einmal kriegen wir jetzt noch eine Person.